ist die unumstrittene Herrin des Ringes, Regina Halmich. Ihre Gegnerin Viktoria Milo aus Ungarn. Ein Erfolg heute Abend und Regina Halmich kann den 50. Sieg ihrer Profikarriere feiern. Doch die Ungarin ist eine offensive Boxerin und jederzeit gefährlich. Das Duell Halmich gegen Milo, jetzt live. Und mit dem Jubiläumssieg vor Augen hat Regina Halmich heute Abend ihren Fans hier in Düsseldorf eine Gala-Vorstellung versprochen. Ihnen daheim einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen aus dem schönen Düsseldorf an diesem lauen Sommerabend zu Boxen Live im Zweiten. Und so unterschiedlich können die Abende für Frauen sein. Wir blicken mal hier in die erste Reihe. Diese Frauen haben sich heute Abend schön gemacht. Sie standen ewig lange vor dem Spiegel, um sich wunderschön zu machen, weil sie heute Abend in der ersten Reihe sitzen, live im zweiten. So aber sieht es, und da zeige ich Ihnen mal eine andere Frau aus. Diese Frau hätte gerne ein Abendkleid angezogen heute Abend, aber sie hat ihre Berufsbekleidung angezogen. Kurze Hose, Boxhandschuhe. Das ist Regina Halmich bei der Pratzenarbeit. Kurz vor dem Kampf schauen wir noch einmal genau hin. Sie möchte heute Abend ihren 50. Profisieg feiern und natürlich dann auch die Arbeitskleidung gegen das schicke Abendkleid eintauschen. Es ist bereits ihr 42. Weltmeisterschaftskampf. Die Weltmeisterin im Fliegengewicht. 409 Runden Ringerfahrung hat sie vorzuweisen. Ihr 52. Profikampf zum Vergleich bei den Männern. Ottke nur 34, Maske nur 31, also sie ist die Quotenkönigin des deutschen Fernsehens, Regina Halmich. Ihre Gegnerin heute Abend. Das ist Viktoria Milo aus Budapest. Es ist ihr 21. Profikampf. Sie ist GBU-Weltmeisterin im Fliegengewicht, ein kleiner Verband. Das aber heute Abend ist ihre große Reifeprüfung. Sie tritt an nach Version der WIBF gegen Regina Halmich. Und sie will ihr natürlich heute Abend die Tour schön vermasseln. Dazu gibt es natürlich Boxen Live hier noch aus Düsseldorf und es gibt eine große Weltmeisterschaft nach Version der WBO. Jolt Erdey klettert heute Abend zu seiner Titelverteidigung in den Ring. Er hat den Titel des Tigers, Jolt Erdey, der Feuervogel aus Ungarn. Sein Herausforderer, der Australier Paul Murdoch. Die WBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht, Erdey gegen Murdoch. Nach dem aktuellen Sportstudio. Genau, und der Tiger Darius Michalczewski hat diesen Titel ja lange inne gehabt. Vor 11 Jahren, liebe Zuschauer, wissen Sie noch, wie Sie damals ausgesehen haben? Also bestimmt ganz anders als heute. Bei mir war es mit Sicherheit der Fall. Bei Regina Halmich haben wir mal nachgeschaut. Vor 11 Jahren wurde sie Weltmeisterin. Hier per Computer haben wir mal verschiedene Fotos übereinander gelegt und das ist dabei herausgekommen. Also, die Nase ist ein bisschen breiter geworden und vor 11 Jahren war die Frisur natürlich ein bisschen anders. Aber das weltmeisterliche Lächeln, das hat sie behalten. Heute will sie ihre große Karriere krönen mit dem 50. Profisieg. Und Daniel Pinschewer hat sie in einem sehr stillen Moment angetroffen. Die Weltmeisterin wirkte in dieser Woche manchmal nachdenklich. Zu viele Gedanken um den Kampf gegen Viktoria Milo. Der letzte Schliff der Vorbereitung in Düsseldorf. Wie immer hat sich die 29-Jährige intensiv, konzentriert und akribisch auf die Titelverteidigung vorbereitet. Vielleicht dennoch Nervosität? Der 6. Mai 2006 soll besonders werden. Ja, ist natürlich klar. Gewinn ist alles schön gut, aber eigentlich möchte ich natürlich meinen 50. Profisieg, wäre es dann, möchte ich glänzen. Also das ist eigentlich so mein Ziel, immer wieder mich selbst toppen, immer wieder gutes Boxen zeigen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Die Ansprüche könnten höher nicht sein. Schließlich hat sie vor 5 Monaten beim Rückkampf gegen Elena Reed überzeugt. Die Punktrichter, Zuschauer, Trainer, vor allem aber sich selbst. Nur diese Leistung zu toppen, wieder und wieder zu zeigen, dass es noch besser geht, ist nicht einfach. Nur ein paar Dinge gibt es auch noch nach mehr als 12 Jahren im Profigeschäft bei ihr zu verbessern. Ja, das A und O beim Boxen ist immerhin noch die Deckung und da sind die größten Mängel und da haben wir eigentlich sehr viel Wert drauf gelegt. Sicherlich auch jetzt, dass Regina auch versucht, eigentlich auf der langen Distanz Treffer zu setzen und das wird das A und O sein, glaube ich, bei dem Kampf.
Gewinnt Regina Halmich auch gleich wieder, wäre es nicht nur der 50. Profisieg, sondern sie bliebe auch seit 11 Jahren Weltmeisterin. Mehr kann man nicht erwarten, selbst die erfahrene Perfektionistin Halmich nicht. Man darf nicht vergessen, ich bin erst 29 Jahre alt, ich bin noch sehr jung, könnte noch ein paar Jahre weiter boxen, aber das werde ich wohl nicht mehr tun. Also schon so, dass ich nur noch von Kampf zu Kampf denke. Ne? Ein paar Kämpfe möchte ich gerne noch machen, aber nicht mehr allzu viele. Gedanken von übermorgen. Heute soll es erst einmal wieder das Strahlen geben. Das Strahlen der Weltmeisterin. Und wir sind live am Ring und Luan Krasniqi ist bei uns. Luan, letzte Woche noch live im ZDF im Ring. Und die Fans sind auf ihrer Seite, auch hier in Düsseldorf. Vielleicht schon in diesem Jahr wieder um die Weltmeisterschaft nach Version der WBU. Luan, so unter den Kollegen, unter den Männlichen gibt es manchmal auch natürlich ein paar gute Sprüche für die weiblichen Boxerinnen so im Stall. Aber Sie haben Regina nun erlebt, auch in der Vorbereitung auf diesen Weltmeisterschaftskampf. Was zeichnet sie aus? Also eine Regina Halmich zeichnet vieles aus. Also wenn ich jetzt anfangen würde zu erzählen, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr aufhören. Es würde die Zeit nicht mehr reichen, aber Regina ist vor allem diese Zähigkeit, diese Durchhaltenvermögen, denn sie über 10 Jahre Weltmeisterin zu sein, unangefochten, unangeschlagen, also es ist für mich ein Phänomen und Hut ab. Was beeindruckt Sie im Training, wenn Sie zuschauen, wenn Sie trainiert? Ja, sie hat unbändige Wille. Also das heißt, wenn sie Sparren macht, wenn sie eine Gerätearbeiten macht, die macht das alles 120%. Und das zeichnet sie natürlich dann aus, weil sie gibt alles. Wir haben eben gerade von Regina gehört, sie hat gesagt, sie will nicht nur gewinnen, sie will glanzvoll gewinnen heute Abend. Wir blicken mal in die Kabine. Kann man sich so etwas als Boxer vornehmen? Sicherlich kann man ja vornehmen. Regina ist schon seit 10 Jahren, wie gesagt, Weltmeisterin. Ich glaube, die kann sich sowas erlauben und sagen, dass sie wirklich glänzen will. Und das wird sie auch tun heute Abend. Bin gespannt. Vielen Dank an Luan Krasniqi. Und wir kommen jetzt mal zur Herausforderin. Für sie ist es auch ein ganz, ganz großer Kampf heute Abend. Denn Viktoria Milo, die Ungarin, boxt heute zum ersten Mal in diesem Verband um den Weltmeistertitel im Fliegengewicht. Und Daniel Pinchow war mein Kollege, ein glücklich verheirateter Ehemann, hat gesagt, also da lohnt sich das Hingucken auch zweimal. Schauen Sie mal. In Ungarn ist Viktoria Milo so bekannt wie Regina Halmich in Deutschland. Nicht nur im Ring, auch vor der Kamera zeigt sie Klasse. Noch überzeugender will die 27-Jährige gleich in Düsseldorf agieren. Das hat sie uns mit weltmeisterlicher Übersetzung gesagt. Ich bin gekommen, weil ich gewinnen möchte. Und ich werde alles tun, damit ich meinen Wunsch erfüllen kann. Viktoria Milo ist bereits Weltmeisterin im GBU-Verband. Gegen Regina Halmich sollen ihr besonders ihre Reichweitenvorteile helfen. Sie ist immerhin 8 cm größer. Aber sie weiß auch, gleich wird es auf mehr ankommen als ihre Stärke. Regina hat kaum Schwächen, das ist ihr großer Vorteil. Deshalb kann ich kaum stärker sein, aber vielleicht ja schlauer. Die junge Dame aus Budapest im Rampenlicht. Auf einen Schlag könnte ihr das heute auch in Deutschland gelingen. Und wir sind live am Ring, direkt in der Kommentatorenecke. Günther Peter Ploog ist bei uns, hat auch gerne zweimal hingeschaut bei Viktoria Milo. Aber Günther, nicht den schlechtesten Platz heute Abend. Lass uns ganz kurz, Günther, über Regina Halmich sprechen. Du hast sie viele Jahre lang schon begleitet. Sie will heute Abend doch glanzvoll gewinnen. Ich habe Luan gerade schon gefragt, kann man sich sowas vornehmen? Ja, das kann man. Also ihr Ehrgeiz ist ja legendär, das kann man nicht anders sagen. Beeindruckt mich auch immer wieder. Was manchmal ein bisschen der Nachteil ist, dass Regina alles will und dann manchmal auch ein bisschen zu viel. Und sie hat natürlich unheimlich viel Weltmeisterschaftskämpfe, 41 ja insgesamt bis heute schon. Es hat ein bisschen Substanz gekostet und sie selber sagt ja auch schon, irgendwann ist jetzt Schluss. Und sie hat gesagt, wenn ich 30 werde, dann entscheide ich. Ich schätze, 2, 3 Kämpfe wird sie noch machen und 30 wird sie am 22. November. Wie hart wird es heute Abend für Sie? Was erwartest du? Ja, die Ungarin gilt nicht allzu sonderlich stark, schlagstark, aber die ist auch Weltmeisterin im Fliegengewicht beim Konkurrenzverband der GBU. Also das wird ein richtig schön hartes Duell. Wir freuen uns auf den Kampf. Bei den Damen wird ja geboxt 10 Runden à 2 Minuten. Bei den Männern 12 Runden à 3 Minuten im WM-Kampf. Aber für den Kommentator und für den Moderator gibt es das gleiche Geld. Also genauso gut für uns heute Abend und für Sie natürlich auch. www.zdf.de, dort gibt es die Informationen, die Sie noch brauchen zu dem Kampf. Und heute Abend können Sie natürlich auch live und online wieder im zweiten mitpunkten. Jetzt also Halmich gegen Milo.
Weltmeisterschaftskampf im Fliegengewicht, die Gewichtsklasse bis 50,8 Kilogramm. Mein Traumgewicht, auch das von Nick Benjamin, unserem Ringsprecher. Ihnen viel Spaß. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem Programm jetzt der Kampf um die WIBF-Weltmeisterschaft im Fliegengewicht, angesetzt auf 10 Runden zu je 2 Minuten. Ich rufe in den Ring die Herausforderin aus Ungarn, Viktoria Milo. Und dann die Herausforderin Viktoria Milo. Und nun, meine Damen und Herren, begrüßen Sie die Weltmeisterin aus Karlsruhe, Regina Halmi. Aus Karlsruhe die Weltmeisterin Regina Halmi. Ich möchte Ihnen die Kontrahentinnen vorstellen. In der blauen Ecke, sie ist 27 Jahre alt, ihr offizielles Kampfgewicht 50,2 Kilogramm. Sie ist 1,68 Meter groß. Ihr Kampfrekord, 20 Kämpfe, 15 Siege, davon 4 durch K.O. In ihrer Ecke Aradi Wendel, Markus Aslani sowie ihr Trainer Zoltán Füzesi. Aus Ungarn die Herausforderin Viktoria Milo.
In der roten Ecke, sie ist 29 Jahre alt und brachte beim gestrigen Wiegen 50,5 Kilogramm auf die Waage bei einer Größe von 1,60 Meter. Ihr Kampfrekord, 51 Kämpfe, 49 Siege, davon 15 durch K.O. In ihrer Ecke Peter Tiepholz, Karl-Heinz Neu sowie ihr Trainer Thorsten Schmitz aus Karlsruhe, die Weltmeisterin Regina Halmich. Ringrichter des Kampfes ist Daniel van de Wiele aus Belgien. Die Punktrichter Joachim Jakobsen aus Deutschland, Manuel Marichalar aus Spanien und Danny Nelson aus den USA. Meine Damen und Herren, bitte erheben Sie sich jetzt von Ihren Plätzen für die Nationalhymnen. Rekordjagd der Regina Halmich geht also sozusagen in die nächste Runde. Ihr 52. Kampf, gleichzeitig die 42. Weltmeisterschaft. Und neben der erfolgreichen Titelverteidigung möchte die deutsche Boxkönigin heute auch noch das Jubiläum feiern, den 50. Sieg ihrer Karriere. All diese Zahlen belegen eindrucksvoll die Ausnahmestellung von Regina Halmich. Zudem ist sie Weltmeisterin seit dem 10. Juni 1995. Eine derart lange Regentschaft hat noch keine andere geschafft, auch kein Mann. Aber es wird ein hartes Stück Arbeit, dass diese einmalige Rekordkarriere noch weiter anhält. Die heutige Gegnerin Viktoria Milo aus Ungarn ist immerhin Weltmeisterin im Fliegengewicht des Konkurrenzverbandes GBU. Sie hat vor kurzem zusätzlich noch versucht, I want a clean fight, obey my commands at all time and protect yourself at all time. This is a world title fight, I want you to give you the best you can. Shake hands. Sie hat versucht, noch nach einem weiteren Titel zu greifen bei der WIBF im Halbfliegengewicht, aber das ging schief. Sie gilt nicht als sonderlich schlagstark, aber sie ist die Nummer 4 der Weltrangliste. Und ein Jubiläum gibt es auch für den Ringrichter, das ist Daniel van de Wiele. Er leitet heute zum 25. Mal einen WM-Kampf von
Regina Halmich, die in der roten Hose boxt, gelb-blau der Dress der Ungarin Viktoria Milov. Und Regina Halmich beginnt gleich, wie es ihre Art zu boxen ist. Sie kennt nur den Vorwärtsgang und den muss sie heute besonders stark wohl einlegen, denn die Gegnerin verfügt über die bessere Reichweite, hat die längeren Arme, ist 8 cm größer als Regina, könnte diese also auf Distanz halten. Und genau das versucht gleich Regina Halmich von Beginn an zu unterbinden. Sie versucht ranzukommen an ihre Gegnerin. Und das gelingt ihr in der ersten Minute gleich hervorragend. Konterboxen, vorsichtiges Abwarten, das ist ja nicht die Art, nicht der Stil von Regina Halmich. Die ist übrigens maßgeblich daran beteiligt, dass Viktoria Milov Boxerin geworden ist. Sie hat 1996 mit 16 mal einen Kampf von Regina Halmich im Fernsehen gesehen und hat damals gesagt, ich möchte eines Tages auch mal Profiboxerin werden und gegen diese Regina Halmich antreten. Und dieser Traum erfüllt sich heute, aber es ist bislang ein schmerzhafter Traum. Gerade eben eine schöne Linke von Regina Halmich, eine rechte hinterher, die beide am Kopf von Viktoria Milov einschlugen. Also die Versuche von Viktoria Milov, Regina Halmich auf Distanz zu halten, sind misslungen in dieser ersten Runde. Die Rechte von Regina Halmich kam häufig über die Führungshand der Ungarin. Und Zsolt Erdély, Halbschwergewichtsweltmeister, dem gefiel das, obwohl Viktoria Milov Landsfrau von ihm ist. Ruhig immer noch wieder mehr mit links. Ruhig auch mal zum Körper gehen. Bisschen weiter rechts rüberschieben noch, sonst ist okay. Ha? Bist noch ein bisschen weit weg. Für die rechte. Bring die Schulter einfach mit. Drückst du einfach nur mal rein. Mehr Druck oder? Nee, Druck ist okay. Nicht mehr. Immer wieder ruhig stehen. Mehr nicht. Gut so. Eine klare Runde. Ja, also zufriedener kann sich ein Trainer eigentlich nicht äußern, als Thorsten Schmitz das hier tut in dieser ersten Pause des 42. WM-Kampfes von Regina Halmich. Nur einen der bisherigen 41 hat sie ja verloren. Den allerersten im April 95 in Las Vegas gegen die Amerikanerin Yvonne Trivino. Die erste Runde war übrigens die 410. in der Karriere von Regina Halmich. Zum Vergleich Darius Michalczewski, der ja auch sehr fleißig war. Der ist nur auf 308 gekommen. Und das, was wir in der ersten Runde gesehen haben, setzt sich auch in der zweiten fort. Regina Halmich setzt das Konzept, das sie sich gemeinsam mit ihrem Trainer vorgenommen hat, sehr gut um. Und wieder kommt die rechte Schlaghand über die linke Führungshand der Ungarin und schlägt am Kopf der GBU-Weltmeisterin ein. Die Versuche der Ungarin selbst zu treffen, etwas zögerlich, etwas zaghaft. Und man sieht schon, dass ihr ein bisschen die Schlagkraft fehlt. Und dass sie ihre Deckung, wann immer sie schlägt, wie eine Einladung öffnet für Regina Halmich. Und die diese Einladung dankend annimmt, wie hier wieder mit der Rechten. Bereitet sehr schön vor mit der Linken, muss hier selbst mal eine Rechte nehmen. Aber das bremst sie nicht sonderlich. Es ist schon wirklich eine sensationelle Karriere. Seit 11 Jahren fast ununterbrochen Weltmeisterin. Es gab mal zwei umstrittene Urteile, umstrittene Kämpfe. Einmal hat man ihr den Titel geschenkt, aber diese Scharte hat sie dann gegen Elena Reed, die Amerikanerin, im Rückkampf ausgebügelt.
und sie gewinnt auch diese zweite Runde. Auf die Rippen, gerade. Du ziehst ihn jetzt ziemlich immer weiter unten, ziehst ihn weiter hoch. Zu Rippen. Die müssen wehtun. Nicht zu viel. Drück die Linke wieder rein, so wie zum Schluss. Such dir die Distanz. Ja? Such dir die Distanz. So wie zum Schluss die Rechte. Die war gut. Gar nichts. Ja, aber nicht zu viel. Also das hier war ein sehr schönes Beispiel von dem, was ich Ihnen da auch beschrieben habe. Mit der linken vorbereitet und dann kam über die Außenbahn die rechte von Regina Halmich und traf den Kopf von Viktoria Milo. Auch in diesem Kampf dürfte wahrscheinlich wieder gelten, dass Halmichs Chancen mit der Dauer desselben steigen. Sie hat ja eine enorme Physis. Hat die meisten Gegnerinnen mit ihrer Angriffslust, ihrem Willen, ihrer Kraft zermürbt. Zuletzt fast immer nach Punkten gewonnen. Ihr letzter Erfolg durch einen technischen K.O. liegt schon 3 Jahre zurück. Ihr letzter richtig klarer, echter K.O. sogar schon deren 5. Sehr variabel, wie Regina Halmich das hier macht. Im Prinzip kann man sagen, ja, Deckung zu und durch. Ihre Deckung ist heute besser als in manchen Kämpfen davor. Und mit der Linken reißt sie immer wieder die Verteidigung der Ungarin auseinander. Und dann kommt sofort die Rechte hinterher und schöne Linke noch dazu. Und die Ungarin kann ihre größere Reichweite bisher nicht zu ihrem Vorteil machen. Und auf Dauer wird sie dieses Feuerwerk, was Regina Halmich da immer wieder abfeuert, zermürben wie so viele andere zuvor. Also es gab ja zuletzt einige Male auch eine ganze Menge zu kritisieren an Regina Halmich. Hier Carsten Ramelow von Bayer Leverkusen mit seiner Frau. Aber heute muss ich sagen, Hut ab, die ersten 3 Runden waren beachtlich, waren sehr gut. Darf dich nicht treffen mit einem langen rechten Haken, hat sie dich einmal getroffen, muss nicht sein. Deswegen warte ab und such dir den aus. Du gehst wieder mit rechts unten rein. Täuscht wieder an und ziehst die rechte oben rein. Bleib aber hier. Ja, unten antäuschen, oben rechts mit rechts rein. Sehr schöne Linke von Regina Halmich. Und hier, da sehen Sie, die linke Führungshand der Ungarin ist immer zu tief, wenn sie sie nach vorne bewegt, weil sie nach unten schlagen muss. Und da ist oben dann viel Platz. Und obwohl sie die kürzeren Arme hat, kommt dann Regina Halmich über diese Führungshand und trifft ein ums andere Mal den Kopf der Gegnerin. Und einmal hat sie das dann auch noch mit einem linken Kopfhaken geschafft. Also sie spult ihr Programm wahrhaftig sehr stark herunter. Sehr variabel, sehr flexibel in den Schlägen, nicht so eindimensional, linke, rechte, sondern auch mal zum Körper, abwechselnd zum Kopf. Und Sie haben das genauso gesehen, wie wir. Die ersten 3 Runden gehörten Regina Halmich. Und wenn sie so weitermacht, dann auf jeden Fall auch die 4. und dann steigt das K.O.-Risiko für Viktoria Milo. Eine krachende Rechte. Hier noch eine, allerdings mit der Innenhand. Die ungarische Ecke hat ihrer Boxerin offenbar gesagt, box nicht mehr so offen. Versuch mal, die Deckung zuzumachen. Und sie lässt die Handschuhe ein bisschen enger, ein bisschen dichter vor dem
Gesicht. Aber mit mehr Defensive kann sie die Offensive der Halmich wahrscheinlich nur zeitweise auch mal stoppen. Box. Sehr gut, sehr variabel, Regina Halmich. Links-Rechts-Kombinationen, Dreier-Kombinationen und immer nur im Vorwärtsgang. Und das ist der Fehler dann der Ungarin. Die müsste attackieren, die müsste angreifen, denn aus der Defensive heraus, das ist die Schwäche von Regina Halmich, kann sie nicht boxen, kann sie ihren Stil nicht umsetzen. Das kann sie nur in der Offensive. Und diese Angriffslust wird nicht unterbunden. Und so dominiert Regina Halmich auch Runde 4. Und da musst du dann mit 1-2 hinterher. Dann geh rechts, dann geh links weg. Was du jetzt eigentlich nicht sollst, wenn sie jedes Mal mit dem linken Arbeitshaken reingeht. Hast du gehört? Nee, nee, links. Ach so, links zur Leber, ja? Dann geh hier links rum. Täusch an, geh links rum. Was sie eigentlich nicht soll. So, zum ersten Mal ein bisschen Kritik des Trainers, aber diesen Schlag hat er natürlich auch gesehen. Das war diese exzellente Rechte von Regina Halmich. Und da sieht man deutlich, wie der Kopf der Ungarin zurückgerissen wird. Welche Wirkung dieser Schlag hinterlässt. Victoria Milo hat übrigens auch mal als Kollegin gearbeitet von uns. Sie war bei einem lokalen TV-Sender in Budapest als Reporterin tätig, ist heute Fitnesstrainerin von Beruf. Für sie ist das schon der 8. Titelkampf der Karriere und obwohl sie eindeutig hinten liegt, verkauft sie sich besser, als viele das gedacht haben. Und wenn es so weitergeht, dann wird das wohl im 5. Anlauf im Fliegengewicht ihre erste Niederlage sein. Dort hat sie alle WM-Kämpfe in dieser Gewichtsklasse bislang gewinnen können. Aber es sieht so aus, als sollte sie heute ihre Meisterin finden. Regina Halmich, die hier auch mit der Linken wieder trifft und gleich kommt noch eine Rechte hinterher. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ungarin langsam auch verzweifelt, weil sie so viele Treffer der Halmich nehmen muss. Einfach kein Mittel findet, diese zu unterbinden. Ganz, ganz selten mal die Linke immer über die Außenbahn geschlagen von Milo. Und da kann ich mir vorstellen, dass das schrecklich ist. Jedes Mal, wenn sie irgendwie rauskommt, ob sie die Linke als gerade nach vorne sticht oder ob sie versucht, über die Außenbahn zu treffen, dann kommt diese Rechte von Regina Halmich, in der so viel Power steckt und trifft meist den eigenen Schädel. Und das ist ja irgendwann dann auch zum Verzweifeln. Und die Halle ist laut den Zuschauern hier in Düsseldorf, in der ausverkauften Arena. Denen gefällt dieses Gefecht. Und das steht auf einem sehr hohen Niveau. Tja, tapfer ist sie, die Ungarin, aber Tapferkeit dürfte nicht reichen, um diesen Kampf zu gewinnen, weil ganz einfach Regina Halmich mehr Schläge. Es ist ein Problem, wenn du mit der linken Fuß immer nach zurück gehst. Hast du das jetzt geprüft? Ja, aber ist alles in Ordnung jetzt. Ja. Du musst da bleiben und du musst schlagen. Aber du sollst mit der linken Fuß nicht zurücktreten. Du sollst ein bisschen tauschen und dann wieder schlagen. Du kannst viel schlagen jetzt. Ihr seid in der Nähe. Tja, je mehr sie schlagen wird, desto größer wird natürlich das Risiko, dass dann die Schläge von Regina Halmich einschlagen, so wie hier. Da fehlt ein bisschen die Distanz. Der Trainer übrigens ist Zsoltán Fügesi, der war mal Vize-Europameister der Amateure im Halbschwergewicht. Und der betreut Victoria Milo jetzt seit 2 Kämpfen.
Also das muss schrecklich sein als Gegnerin von Regina Halmich. Man kann sich der ja kaum entziehen, deren Angriffslust, die kommt immer. Man kann hingehen, wo man will, links rum, rechts rum, rückwärts. Die Halmich ist immer auf derselben Distanz, rückt immer nach und immer wieder kommt diese Rechte. Und so häufig habe ich Regina Halmich eigentlich ganz, ganz selten ihre rechte Schlaghand ins Ziel bringen sehen, wie in diesem Kampf. Und sie ist auch nicht zu erschrecken durch die linke Führhand, die ein paar Mal kommt, ihre Nase getroffen hat, die sie sich richten lassen wird, wenn die Profikarriere mal zu Ende ist. Es gab eine sehr schöne Fotomontage zu Beginn unserer Übertragung, wo man richtig gut sah, wie die Nase von Regina Halmich über die Jahre immer breiter wurde. Und dies ist natürlich auch eine Folge ihres Boxstils, weil sie auch sehr viel genommen hat über die Jahre, natürlich wesentlich mehr gegeben hat. Warnung von Daniel van de Wiele an die Ungarin, nicht zu tief mit dem Kopf zu gehen. Aber das liegt natürlich auch an dem Größenunterschied. Und mit dem Mute der Verzweiflung wird die Ungarin jetzt stärker. Ihre beste Runde bislang, diese sechste. Und woran liegt das? Sie geht nämlich plötzlich in die Offensive. Sie attackiert Regina Halmich, setzt diese unter Druck, zwingt sie in die Defensive. Und da hat sie ja ihre Schwächen. So sollst du es machen. Wenn sie rein will, fängst du sie ab. Leg dich zurück. Ruhig mal wieder mehr zur Seite raus. Immer wieder. Such dir das aus. So, ausnahmsweise so ein Treffer mal, aber der war nicht von schlechten Eltern mit der Rechten der Ungarin. Die Linke. Und dann kann Regina Halmich die Rechte gerade so noch vermeiden. Du sagst mir dann jetzt, wenn ich mal gehen soll, ja? Pass auf, nee, du kannst ruhig gut machen. Du musst nicht unendlich immer schlagen. Lass ihre Hände weg, geh mal rechts weg. Geh mal wieder zum Körper und dann wieder oben. Regina Halmich also auf dem Weg in die siebte Runde und auf dem Weg zu ihrem 50. Sieg. Ist ja so eine magische Marke. Auch Darius Michalczewski hätte die gerne erreicht. Blieb dann aber am Franzosen Thiosso und bei 48 Erfolgen hängen. Vier Runden noch. 10 mal 2 Minuten, also 8 Minuten noch zu boxen. Und nach Runden führt Regina Halmich, so sehen Sie das, durchaus vertretbar, die sechste an die Ungarin zu geben. Das war ihre beste mit 5:1. Also ohne Niederschläge allenfalls noch eine kleine Remischance für die Ungarin. Und wir sollten mal darauf achten, ob die das schafft, weiter so offensiv, so aggressiv weiter zu boxen. Regina Halmich ihren Stil aufzudrängen, die in die Verteidigungshaltung, in den Rückwärtsgang zu drängen. Sie versucht es, aber Regina Halmich kontert. Wie Thorsten Schmitz gesagt hat, zum Körper und dann oben versucht sie jetzt erst mit Körpertreffern die Deckung der Ungarin herunterzuziehen. Den leichten Problemen in der sechsten Runde drückt Regina Halmich noch einmal aufs Tempo, erhöht die Schlagfrequenz. Trifft weiter gut und die Ungarin geht in den Vorwärtsgang und nimmt gleich Treffer zum Körper. Aber sie verträgt eine ganze Menge. Sie hat ja einen sehr muskulösen Bauch. Und wir sehen einen leichten Cut am linken Auge von Regina Halmich.
Nicht mithauen. Lass die Dinger weg. Das Kühleisen kommt. Kopfeder. Links, rechts. Nee, du musst zu viel. Lass weg, so wie du angefangen hast. Also sie wird jetzt kommen. Warte, bis sie kommt. Bleib stehen, links, rechts. Zum Kopf oben rein. Und alles. Wir sehen gut die zarten Finger da von Karl-Heinz Neu, dem Cutman. Der da einiges zu tun hat an diesem kleinen Riss am linken Auge von Regina Halmich. Ein Mann, der den Spitznamen Killer hat, aber wenn Sie wüssten, dass das ein liebenswerter älterer Herr, ein Rentner ist, dessen große Leidenschaft das Boxen ist, dann würden Sie diesen Spitznamen verzeihen. Er war mal Amateurboxer und irgendwann hat er mal einen K.O. geschlagen. Da rief ein Zuschauer, du boxst ja so wie ein Killer. Und seitdem, seit mehr als 50 Jahren, hat er diesen Spitznamen. Also, die achte Runde. Und viel fehlt Regina Halmich nicht mehr an ihrem 50. Sieg. Fünf Minuten, noch etwas mehr. Und wir haben gesehen, es war ein unglückliches Zusammenprallen der beiden Köpfe, aus dem dieser Cut bei Regina Halmich resultierte. Und die Gefahr besteht natürlich, dass die beiden aneinander kommen, gerade so wie die Ungarin jetzt boxt, auch versucht, mehr in den Vorwärtsgang zu kommen und dort auf die vorwärtsstrebende Regina Halmich trifft, die hier wieder eine sehr gute Rechte ins Ziel setzt. Also Thorsten Schmitz, ihr Trainer, sagte in der Pause, ja, lass sie doch ein bisschen kommen, aber das ist nicht die Art von Regina Halmich. Das kann sie nicht. Und wenn man ihr genau ins Gesicht schaut, dann sieht sie doch ziemlich lediert aus. Wenn man den Kampf nicht so genau verfolgt hätte wie sie daheim oder wie wir, dann könnte man meinen, Regina Halmich sei hier die unterlegene Boxerin, die jetzt allerdings auch noch einige schwere Treffer gegen Ende der achten Runde nehmen muss. Du kannst es. Du hast noch 4 Minuten. Michael du Tim, hast einer es. Der Universum-Trainer. Ja, na klar. Aber ich hab's, oder? Regina. Ziehst du immer zurück. Darfst du nicht. Du sollst nicht zurückziehen. Vorne bleiben. Schlagen. Du kannst es von unten schlagen. Und du kannst es immer Doppelschläge, also immer einmal, zweimal mindestens Doppelschläge machen. Du kannst sie niederkämpfen jetzt. Sehr gute Rechte. Und auf den Cut von Regina Halmich, die ziemlich lediert aussieht. Und im Gesicht nicht so klar manifestiert sich da die Führung wie auf den Punktzetteln. Vielleicht war die achte, die zweite Runde, die an Viktoria Milo ging, die von ihrem Trainer nach vorne getrieben wird. Wenn du hier eine Chance haben willst, dann musst du Regina Halmich angreifen. Und immer wieder aus der ungarischen Ecke die Gesten, die Schreie, geh nach vorne, attackiere, das ist deine Chance. Und nochmal die Ermahnung von Ringrichter Daniel van der Wiele. Meine Damen, achten Sie bitte auf Ihre Köpfe, dass Sie nicht nochmal so zusammenrasseln. Und kurz vor dem Kampf habe ich Ihnen ja auch was erzählt vom Substanzverlust, den Regina Halmich ab und zu schon spürt. Und auch dieser Kampf, in dem sie wieder doch härter gefordert wird als gedacht, wird wieder etwas mehr Substanz kosten und sie vielleicht
doch darin sicherer machen, tja, im nächsten Jahr Schluss zu machen mit ihrer so glanzvollen Karriere. Sie dominiert zwar immer noch, aber nicht mehr so klar wie in den vielen Jahren zuvor. Und gegen Ende des Kampfes muss man feststellen, sie wird wieder richtig mal gefordert heute, wie zuletzt von der Amerikanerin Elena Reed. Also, wenn man hier eine Schlagstatistik hätte, würde ich sagen 60-70% zugunsten von Regina Halmich. Aber sie hat doch einige schwere Treffer auch nehmen müssen. Und deshalb neben dem Cut über dem linken auch eine Schwellung unter dem rechten. Also, ich will es doch mal wissen. Nicht gleich rein. Ich würde auch gerne mit Gouverneur kassen. Nein. Warum? Hm? Ich boxe sie doch. Ja. Naja, nicht kämpfen, boxen. Letzte Runde, letzte Runde. Hab ich's geklärt? Super, super Runde, na klar. Hast du eine wieder davor, da hinten raus die zwei klaren Treffer, nehmen sie dir weg. Ja. Boxen. Unten antäuschen, oben reingehen mit links. Oder wieder, oder gucken, links, rechts rein. Das ist ein ganz klarer Treffer. Keine wilde Sau spielen. Also der Blick auf die Punktrichterzettel nachher wird Regina Halmich möglicherweise besser gefallen als der in den Spiegel. Die letzte, die zehnte Runde, die letzten zwei Minuten. Und sie werten sogar mit 8:1 Runden für Regina Halmich, die noch mal attackiert wird von Victoria Milo, die nur noch eine K.O.-Chance hat. Aber dazu verfügt sie nicht über genug Schlagkraft, obwohl sie dennoch Regina Halmich ein ums andere Mal recht kräftig getroffen hat, aber viel zu selten, um überhaupt eine Chance in diesem Kampf zu haben, den Regina Halmich über weite Strecken, auch wenn das Gesicht möglicherweise andere spricht, diktiert hat. Der Kampf, der ihr gehört hat. Und zum Boxen gehört nun mal Treffen und getroffen werden. Und Regina Halmich hat weitaus öfter getroffen, vor allem in den ersten Runden. Also die Fitnesstrainerin aus Budapest hat wirklich eine fantastische Kondition, dass sie trotz dieser ganzen schweren Treffer, die sie hat hinnehmen müssen, immer noch, und hinten drauf steht ja auch Pensum, ein immenses Schlagpensum und Angriffspotenzial hier entwickelt, dass sie noch mal nachsetzt, dass sie ihre letzte Chance sucht, auch wenn sie hier wieder getroffen wird. Die letzten 12 Sekunden. Und der 50. Sieg von Regina Halmich. Eine Marke steht fest mit diesem Schlussgong, der gekommen ist. Und auch die Ungarin hat am Ende im Schlaghagel von Regina Halmich noch mal einen Cut erlitten zwischen den Augen. Kommt die Ringärztin Dr. Olli Meissner aus Bayreuth, begutachtet das sofort. Sie hat einiges zu tun gehabt an diesem Kampfabend hier. Sind ja immer zwei Ringärzte da. Gibt ja auch eine ganze Reihe von Ringärztinnen in Deutschland mittlerweile. Dr. Meissner mit 28, die Jüngste. Sie ist die Ringärztin, die Axel Schulz unter der Woche wieder für boxtauglich erklärt hat. Und hier diese gestochene, scharfe, harte Linke von Regina Halmich war das vielleicht, die für den Cut bei Milo gesorgt hat. Also, Regina heißt ja übersetzt die Königin
Königin Regina bleibt auf dem Thron im Fliegengewicht. Der WIBF, der 41. Sieg im 42. WM-Kampf, ist perfekt, daran gibt es keinen Zweifel. Und ebenso der 50. Sieg, eine Marke in ihrem 52. Boxkampf als Profiboxerin. Die Regentschaft von Regina geht also zumindest bis zum Ende, sagen wir mal, wahrscheinlich bis zum Sommer des nächsten Jahres weiter. 9:1 haben sie die Runden ihr gegeben. 9:1, naja, 8:2 vielleicht haben wir die Runden für Regina Halmich gewertet. Und das ist eine sensationelle Karriere und ein sensationeller Blumenstrauß, den ihr Promoter Klaus-Peter Kohl da in der Hand hat. Seit dem 10. Juni 1995 ist sie Titelträgerin, Königin also seit fast 11 Jahren. Ja, nur Queen Elizabeth von England regiert länger. Die Frage ist natürlich, wie lang kann sie das noch machen? Wie lang kann sie diesen Stil noch weiter boxen, der unheimlich viel Substanz kostet, der Risiken in sich birgt? Das ist der Freund von Regina Halmich, Andreas Jourdain, ein Strafvollzugsbeamter. Das ist bekannt, das ist auch Regina Halmich bekannt, dass die Risiken groß sind, dass sie immer wieder ein bisschen mehr von der Substanz verliert, dass diese Gefahr immer besteht. Insofern ist es wohl ganz gut, dass sie demnächst die Entscheidung treffen will, ob und wann Schluss ist. Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil. Wir haben eine einstimmige Punktentscheidung. Punktrichter Jakobsen wertete den Kampf 98:92. Punktrichter Maricella wertete 99:92. Punktrichter Nelson wertete 97:93. Zugunsten von und damit ein einstimmiger Punktsieg für die alte und neue WIBF-Weltmeisterin im Fliegengewicht aus Karlsruhe, Regina Halmich. Das Leben von Regina Halmich ist eine einzige Weltmeisterschaft und dieses Leben als Weltmeisterin geht weiter. Mögliche Nachfolgerinnen stehen ja möglicherweise schon bereit mit Ina Menzer, mit Alesia Graf. Und ihre Einmarschmusik kommt mit dem Blumenstrauß. Und es kommt ein bisschen Pyrotechnik zum 50. Sieg von Regina Halmich. Und zudem gratulieren auch wir recht herzlich. Das Gesicht sagt vielleicht anderes aus, aber diesen Kampf hat sie eindeutig dominiert. Eindeutiger als manchen anderen zuletzt. Sehr schöner Blumenstrauß für sie vom Promoter Klaus-Peter Kohl. Und eigentlich erstaunlich, dass Regina Halmich überhaupt jetzt zur Quotenkönigin, zum Liebling bei Universum geworden ist. Denn der, als Herr Kohl mal Präsident des BDB war, da wollte er eigentlich Frauenboxen verbieten. Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Und Martin Wolf hat oben Regina Halmich zum Interview. Bitte, Martin. Regina Halmich, Gratulation zum Sieg. Der 50. Profikampf, so bestritten. Sie wollten ihn besonders überzeugend bestreiten. Haben Sie sich deswegen so wenig geschont? Ja gut, also ich meine, ich bin jetzt heute das erste Mal in Düsseldorf und habe halt gedacht, wenn man das erste Mal in einer neuen Stadt ist, dann muss man sich von der besten Seite präsentieren, natürlich auch eine starke Gegnerin verpflichten. Ich bin froh, dass mit Victoria Milo, dass sie mir so einen starken Kampf geboten hat. Es gehören immer zwei dazu zu einem guten Kampf. Und ich muss sagen, das Publikum hier in Düsseldorf, es ist meine Premiere nach 12 Jahren Profi-Dasein, dass ich das erste Mal in Düsseldorf bin. Also die letzte Stadt in Deutschland, wo ich noch nicht war. Und ich freue mich, es war super, es war echt toll.
Sie haben ganz erkennbar auch dieses Publikum auf Ihre Seite gebracht. Macht das nicht Appetit auf noch mehr Jubiläen? Also mit anderen Worten 10, 20, 25 weitere Kämpfe? Ja, man soll es nicht übertreiben. Und mit Sicherheit werde ich kein Jubiläum mehr feiern. Das muss man ganz realistisch sehen. Aber ich hoffe einfach, dass ich mit jedem Kampf, den ich jetzt noch entscheide zu machen, dass ich einfach dem Publikum noch ein bisschen Spaß bereite. Und dann macht es auch mir Spaß und dann habe ich auch die Leidenschaft beim Boxen. Prima, das wünschen wir uns alle. Dankeschön. Danke. Viel zu spüren. Ja. Eindrucksvolle Impressionen von Regina Halmich hier bei ihrem 50. Sieg heute Abend gegen die chancenlose Ungarin Viktoria Milo. Wir melden uns später noch einmal live auf Düsseldorf, dann natürlich mit der Weltmeisterin und wie schön hat es Günther Peter Blok gerade formuliert.